Hallo Leute, da bin ich, Emre 70 am Start. So, nachdem ja doch die überwiegende Mehrheit Dragon's Dogma geschrieben hat, wird also Dragon Age Inquisition durch Dragon's Dogma ersetzt. Auch ein sehr großes Projekt, muss ich sagen. Wir gucken mal ganz fix hier noch rein. Ich denke mal, dass ich hatte vorher ein bisschen was getestet. Aber ich muss es auf 30 machen, weil im Online-Modus, habe ich gemerkt, ruckelt es wie Sau. Ich kann zum Spiel soweit nichts sagen, es ist von Capcom, das weiß ich. Aber ansonsten bin ich ja auch durch Zufall nur über so eine Let's Play-Liste darüber gestolpert und fand es recht interessant. Und ich würde sagen, ich habe 230 Stunden drin verbracht. Höchstes Level war 140, der Charakter ist leider futsch. Weil es hier, wie gesagt, nur einen einzigen Spielstand, Speicherstand gibt, was. Das ist also wirklich das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, weil meine Freunde haben sich jetzt meine Lilly ausgeliehen und auf einmal war die wieder bei Null. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn alles verloren ist. Ich dachte, die bleibt dann zumindest mit Level 140 im Rift vorhanden, aber offensichtlich nicht. Na gut, dann starten wir mal das epische Abenteuer. Ich werde wahrscheinlich einen Kerl spielen. Wird ein neues Spiel gehen? Ja, das müssen wir ja. Wir müssen fortfahren. Ja, fortfahren. Den Schwierigkeitsgrad, wir werden auf normal spielen, weil ich bin eine Flasche. Ich sag's euch gleich. Die Viecher sind riesengroß und bösartig. Und alle sind zu böse zu mir. Auf Hardcore habe ich's durchgespielt. Allerdings, wie gesagt, ab Level 100, also mit einem New Game Plus. Da ließ sich das dann bewerkstelligen für mich. Eine riesige Armee geschaffen, um einen Drachen zu erschlagen. Den Inbegriff des Bösen. Ups. An einem anderen Ort, in einem anderen Leben, beschreitet ein anderes Menschenkind euren Pfad. Das ging jetzt sehr schnell, das tut mir echt leid. Das Spiel ist in Englisch mit deutschen Untertiteln. Laterne, Dunkelheit, Inventar. Na, dann machen wir das mal. So, hier haben wir unsere Heilkräuter, das ganze Zeug, was wir brauchen. Und hier nehmen wir jetzt erstmal unsere Laterne. Verfolgt den Drachen. Na gut, dann machen wir das. Zap, 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 zap. Gib mir das Kraut. Ich bin so eine Flasche, gib mir das Kraut. Weil hier im Intro muss man Krieger spielen. Und ich habt ihr mich jemals einen Krieger spielen sehen? Nein, ne? Weil ich einfach zu blöd bin. Mit was blockt man genau? Mit Alt. Ich kann keine Krieger spielen. Ich kann es einfach nicht. Blockt, indem ihr Alt drückt. Ja, das mache ich doch. So, alle wegstecken hier. Oh, seht ihn euch an. Seht ihn euch an, wie geil er ausschaut. Tu mich nicht. Verdammt. Beyond imagining. Was für eine geile Stimme der Drache hat. Ja, ich pass doch auf. Lala, komm mal her hier. Ups. Haben wir schon? Na gut. Hey, ist er nicht geil? Ja, lass mich ihn doch noch mal. Ups, jetzt ist er weg. So ein Mist aber auch. Na gut, jetzt hätte ich ihn mir gern noch mal angeschaut. Der hat so eine geile Stimme, ne? A gateway to the rift. Here. Arisen, go and touch that stone. So, wenn ihr diesen Stein berührt, könnt ihr Vasallen, genannt Verbündete, gewinnen. Also das geht ganz schön fix hier. So, na dann wollen wir mal. Ein Riftstein ist ein Stein mit seinem seltsamen Zeichen. So, jetzt haben wir noch eine. Our kind is ever ready to fight by the grace of your guidance, Arisen. He's the dragon for certain. Okay, ich kann das gar nicht alles vorlesen, weil das geht einfach hier zu fix. Wenn ihr bei euren Aufträgen Fortschritte macht, werden eure Vasallen euch mit Informationen und Tipps versorgen. Quincy, die schaut hübsch aus, ne? Schaut sie euch an, das ist ein Schurken und Morgana ist eine Magierin. Na, dann wollen wir mal. Können wir losgehen? Los, mir nach. Here's another path, Master. Ja, dann mal los. Für was seid ihr denn da? Also F1 da lang, hierher Hilfe.
Okay. Na dann los. Machen wir mal. Da lang. Los. So, machen wir fertig hier diese... Was seid ihr denn? Goblins. Komm her hier. Wow. Ich bin wirklich kein... Was denn jetzt? Ach ja. Genau, dann... Ups. Die halten einen dann fest und dann kannst du so... Hammer's? Eieieiei. Ja, ich komme ja schon. Die quasseln auch den ganzen Tag, ne? Jetzt bin ich ja schon schlimm mit Quassel, aber die sind ja gleich noch schlimmer. Na los. Ups. Was denn jetzt? Oh. Oh. Das sah sehr groß aus. Habt ihr das Ding gesehen? Mit könnt ihr rennen, solange ihr ausreichend Ausdauer habt. Oh, da ist einer, der braucht Hilfe. Ja. Ja, ich mach doch schon. Ups. Was mit dir? Ihr seid gekommen. Ich fürchte, unsere Niederlage ist unübersehbar. Wir dachten, wir könnten den Drachen durch schiere Überzahl bezwingen. Eine närrische Hoffnung. Tja, mein Junge. Unsere Zahl schwindet und das Herzogsheer ist schon beim ersten Angriff verloren. Ich flehe euch an, ja, komm. Ja, gib mir her deine Heiltränke wahrscheinlich. Wunderelixier. Also ich finde, in Englisch wirkt das ein bisschen besser, ne? Also ich würde mal davon absehen, das alles vorzulesen, weil das irgendwie, finde ich, die Stimmung ein bisschen kaputt macht. Ich komme ja schon, was für ein... Gott, das ist ja wieder so ein Stress hier, wenn die so sagen, kommen. Ich hasse sie. Komm her, wo ist er denn? So, okay, das ging ganz gut. Was drückt die Angriffstaste? Ich habe doch keine Ahnung, was ihr von mir wollt. So, was haben wir denn? Monsters, okay. Ja, ich laufe hier rüber. Ich will da nicht in die Tiefe springen. Ups. Ja, auf die Mütze. Hörst du auf, mich von hinten anzugreifen? Kommst du her hier? So. Ups. Das funktioniert nicht. Ich bin zu blöd zum Blocken. Was ist denn immer noch was? Was denn nun? Super. Ich komm doch nicht da oben ran. Hier, komm her, du Missgeburt da oben. Komm her. Kleines Viech. Komm her, ja. Bleib am Boden. So, Hammers? Oh, noch so ein Ding. Ey, ich will ein Schurke sein, ich will einen Bogen haben. Ja, also ihr seht schon, wenn ich schon nach dem Bogen schreie, ich werde einen Schurken spielen. Noch so ein Vieh, ich höre sie doch. Ja, was ist denn? Bin ich krank oder was? Nee, Ich hab sie, habt ihr doch noch eine gehört, oder? Zuckerpuppe, komm her. Irgendwo warst du noch. Da ganz oben. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ach so, müssen wir die erst runterholen? Oder nicht? Keine Ahnung. Was ist los, Leute? Survivors, let's join them. Na, dann folgen wir ihnen. Hopp. Arisen! This way, sir. Ja, wir kommen schon. Wir sind schon da. Ich wäre stolz, euch führen zu dürfen. Ja, dann mach mal. Ja, Moment. Plündern, so viel Zeit. Ja, jetzt. Ich bin doch schon da. So, was haben wir denn hier? Oh. Na ja, dann geh mal. Ups. Heilige Spitzaxt! Jam, 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 jam. Oh, den schmeckt's gut. Das sieht nicht gut aus. Was haben wir da? Löwe, Ziege, Schlange. Also eine
Chimäre. Hüpf hoch hier und jetzt hauf da. Mach es jetzt. Los, los. Hau ihr auf die Schnauze. Na, jetzt lass mich doch mit deiner Magie in Ruhe. Sonst blicke ich doch gar nicht durch. Auch ich habe keine Nebenfähigkeiten. Hat die mich jetzt abgeschnitten? Die Schlange haben wir geschafft. Die Ziege. Hau auf die Ziege. Hüpf mal hoch da. Ups. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Aber was machst du denn? Oh, Scheiße. Oh, und jetzt. Hau auf den Ziegenkopf. Hau ihr auf die Mütze. Gib's ihr, gib's ihr. Ja. Verdammt. Also ich finde den Krieger so langsam irgendwie. Oder ich bin einfach zu blöd für den Krieger. Ich will was anderes. Wir müssen das Tutorial hier ganz schnell durcheiern. So, jetzt. Jetzt hat er mich runtergeschmissen. Was denn? Wir sind noch nicht fertig. Hört doch auf mit diesen... So, hau ihn auf hier. Los, mach ihn fertig. Die Ziege ist auch kaputt. Ist nur noch der Löwe. Na? Na, los jetzt. Würdest du mal ein bisschen weiter höher klettern? So. Hau ihn drauf. Nicht runterfallen. Na, super. Oh, verdammt. Jetzt ist der auch noch zickig. Komm her hier. Wo ist er denn? Bleib hier. Super, bin ich auf die Schnauze geflogen. Komm her hier. Komm her hier. Hoppa. Hopp. Auf da. Ja, und gib ihm. Verdammt ich nochmal. Verdammte Spitzaxt. Wir nehmen jetzt mal hier diesen flüssigen Elan und hauen uns mal hier so einen Grünlattich rein, der uns ein bisschen heilt. So. So, hau ihn jetzt. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Verdammt. Hey. Los, los. Ja, ja, ja. Ha. 7700 EP. Seht ihr das? Ist gut. Du kannst runterkommen. Ups. Katzene. Wähle nun. Flieh oder tritt hervor. Take hold of what lies beyond. Claim mastery over the eternal ring. Ja. Somit hätten wir erstmal das Tutorial. Da wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Unzählige Menschenalter vergehen. Na, kannst du mal sehen. Ich finde jetzt voll episch, was jetzt kommt, ne? Das köstliche und immer wieder originelle Vergnügen einer lustenlosen Beschäftigung. Henry de Regnier. Regnier? Schaut genau hin, was passiert. Ich finde das so genial, so geil. Schaut ihn an. Ist doch wunderschön, oder? Und was sehen wir? Was denkt ihr, was wir sehen? Wir sehen die Geburt eines Drachen. Ist er nicht geil? Und das Loch habt ihr ja gerade gesehen, das sah aus wie dieses, wo die vorhin aus dem Riff gekommen sind, die Vasallen. Jetzt ist er zum Leben erwacht. Ah, er hat Hunger, ne? Wenn man aufwacht, hat man Hunger. Das ist einfach so. Entschuldigung. So. Was die Hauptstadt ist, der beste Ort,
Also das geht, ach, wir sind jetzt gerade hier dabei. Und dann, also ich sag's euch gleich, ich finde meistens, also es ist so wie bei Mass Effect, spiele ich auch immer den Shep, weil ich den einfach gut finde. Ja. Wir nehmen jetzt mal Jason, mir jetzt egal. So. So, dann braucht man noch eine Abkürzung. Dann nehmen wir Abel. Zack. Fortfahren. Basiskörper. 1,80 und 81 Kilo. Na, wir machen ihn noch ein bisschen schlanker dann. Wir nehmen aber den. Nein, 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 zurück. Halt. Das war jetzt Grundlagen. Geschlecht, Name, Statur, Stimme. Die Stimme. Oh Gott. Also ich denke mal, ich glaube, bleibe. Ja, ich glaube, ich bleibe bei 5. So. Machen wir das so? Nein, ja, wir haben das jetzt hier. Wir haben das. Er willst du mich jetzt verkackeiern hier? Diesen. Ja. So, jetzt detaillierte. Wir wollen ihn noch ein klein wenig anpassen. Ich mache nicht viel. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wir nehmen das Standardgesicht. Wo ist jetzt das Standard? Jetzt ist das Standardgesicht weg. Nein, 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 nein. Gehen wir zurück. So. Frisur. Lassen wir auch so. Gesichtsform. Bisschen schmaleres Kinn. Ja, da, den da. Augen. Ja, so richtig so. Haut mich nichts vom Hocker. Die lassen wir auch. Ja, kannst du haben. Augenbrauen kannst du auch lassen. Nase, Mund, Ohren, ist alles in Ordnung. Standardkörper. Mach mal hier. 1,78, 64 Kilo. Was bist du? 1,81, 84 Kilo. Den hat man doch gerade. Oder? Statur. Machen wir mal Körpergröße. Die Größe finde ich gut. Gewicht. 74 Kilo, das ist in Ordnung. Das soll jetzt nicht hier, dass ihr meint, so, das passt auch, die Augen. Muskulatur. Oh Gott, fürchterlich. Nee, das lasst mal so. So Muskelprotz wollen wir jetzt nicht. Torso, Arme, Beine, Haltung. Na, ängstlich nicht. Das schaut fürchterlich aus. Mach mal so und zeig mal den Gang. Mach mal hier Bewegung. Ups. Ah, macho-mäßig, oder? Na super. Okay, damit kann ich leben. So. Merkmale, Narben, Falten haben wir nicht. Farben? Nein. Doch Augenfarbe. Oh, was Blaues haben. Hier kommen richtig himmelblaue Augen. Hellblaue? Nee. Nein, das schaut fürchterlich aus. Ich glaube, ich würde mich für dunkelblaue Augen entscheiden. Und die Haarfarbe vielleicht noch. Oh, braun hier. Könnten ja. Oh, Pechschwarz. Auch nicht schlecht. Das ist jetzt auch nicht schlecht. So richtig schön pechschwarz. Ja, ich mach mal hier den pechschwarzen Jüngling. Nein! Gib mir die Haarfarbe wieder. Verdammt, jetzt habe ich sie nicht. So. Bestätigen. So, fetch. Ich denke, wir haben's. So, wir sind fertig. Kurz und schmerzlos. Ihr seht, das dauert bei mir alles nicht so lange. So, Name Jason, Spitzname Abel, Stimme 5. Ja, passt. Alles gut. Bestätigen. Ja, mit diesem Charakter wollen wir spielen. Heute wie an jedem Tag brandenden Wellen sanft an den Strand in der Nähe. Das tut mir leid, Leute.
So schnell kann ich wirklich nicht lesen. Das ist wirklich der Hammer. Wie ratzifatzi, fixi das da geht. So. Naja, doch, damit kann ich leben. 3-Tage-Bart, schwarze Haare, 1,80 groß. Es ist, ja doch. Damit können wir uns durchs Spiel kämpfen. Habe ich ihm nicht gerade blaue Augen verpasst oder habe ich das auch nicht gespeichert? Verdammt ich nochmal. Na gut, dann müssen wir mit braunen Augen klarkommen. Die Rückkehr des Drachen naht. Aus Sammelbestie loszuwerden, okay? Der Tag ist gekommen, Rute und Spute beiseite zu legen, um nach Schwert. Oh. Ups. Was ist los? Ist der Dragon! Ja, wir sind natürlich neugierig, oder? Ich habe vergessen, die Augenfarbe anzupassen. Gott. Fürchterlich. Mach doch nicht alles kaputt! Na, das sind ja schöne Wachen, oder? Die ergreifen gleich mal die Flucht. Die sollen uns Fischer doch beschützen, verdammt nochmal. Ja, genau. Du spielst den Helden, oder? Super, wir haben nichts Besseres zu tun. Wir haben nicht mal eine Rüstung an. Was machst du denn? Oh Gott im Himmel. Mit X zieht eure Waffe. Ich brenne gleich. Hallo, mit X? Verdammt mich nochmal. So. Das ist doch ein Witz jetzt hier. Hallo. Ich bin so eine kleine Wurst. Komm mal her, hier. Hallo, wo läufst du denn lang? Hier, hau ihm doch mal eine auf die Mütze. Los, hau ihn. Und eine andere Richtung, dreh dich um. Ups. Autsch, das tat weh. Steh auf, mein Freund. Geh weg von mir. Ich hab dich nicht verstanden. Kann das einer übersetzen? Oha. Hey, das ist mein Herz. Gib das wieder her. Das gehört mir. Der ist mein Herz. Das ist nicht gut. Der hat unser Herz gefuttert.
ist nicht gut. Also ich würde sagen, wir haben das Intro-Tutorial hinter uns. Leben wir noch? Nein. Doch, wir atmen. Oh, ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen und die Stimme ein bisschen lauter, oder? Das sieht nicht... Greift zu den Waffen, Erweckter. Oh, wart ab, du. Ich werde mein Herz zurückholen. Ich werde dich jagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Klaut der uns unser Herz? Die Waffen schauen aber nicht gerade neu aus. Guckt euch das mal an. Wir können doch nicht mit sowas kämpfen. Die sehen etwas rostig aus, oder? Auftrag gemeistert, ja. Es ist Zeit, eure Reise als Erweckter zu beginnen. Aber bevor ihr euer Herz vom Drachen zurückerhalten könnt, müsst ihr euch vorbereiten. Ja, also mit den Fischerlumpen kommen wir nicht weit, ne? So, das Haus des Ältesten. Dann würde ich sagen, nehmt eine Waffe, ja, sofort. Lasst uns doch mal eher ein bisschen umgucken. Zap, zap. Das nehmen wir alles mit. Also... Dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Eure Laufbahn bestimmt eure Standardattribute, eure tragbare Ausrüstung und eure Fertigkeiten. So, also den Krieger, der Kämpferkrieger, also Zweihand oder Schild und Waffe, ist völlig ungeeignet für mich. Ich bin einfach so blöd dafür. Der Magier in dem Spiel ist auch nicht so ganz mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der steht einfach nur da mit seinem Stöckchen und macht und... Ich spiele gerne Magier, aber in dem Falle, in diesem Spiel, ist es also bei mir der klare Favorit, der Streicher. Später gibt es noch die Möglichkeit für, ich glaube, den Waldläufer und den magischen Bogenschützen, der für mich hier das Beste überhaupt ist eigentlich. Muss man mal gucken, ob ich... Ich werde ein bisschen durchwechseln, die Klassen, dass wir alles mal sehen. Also ich werde auch mal so vielleicht ein paar Runden mit dem Kämpfer umeinander eiern. Nur damit ihr euch mal einen Einblick verschaffen könnt. Aber wir beginnen als erstes mit dem Streicher. So. Ja, diese Laufbahn will ich. So, und ich muss dazu sagen, wir haben jetzt hier zwar den rostigen Bogen. Ihr könnt euch mit einer Primär- und einer Sekundärwaffe ausrüsten. Primärwaffen wie Schwerter und Dolche sind unverzichtbar, sekundär wie Bögen oder Schilde können sich als hilfreich erweisen. So ist es. Das wird immer ein bisschen unterschätzt, ne? Ich habe ja jetzt auch gerade gesagt, rostige Waffen. Aber wenn man diesen Bogen auflevelt bis auf die höchste Stufe, ist es einer der besten Bögen, die es gibt. Ne? Man sollte es nicht glauben, weil je höher man ihn levelt, kann der vergiften und ich glaube auch noch verlangsamen. Und bei den Deutschen weiß ich es nicht. Ich weiß nur, also der Bogen gehört dann zum Schluss zu einer der besten Bögen, wenn man ihn wirklich komplett auflevelt. Wenn man also alle Zutaten findet. Ihr seht schon, der ist hier wesentlich agiler als der Clown, der da im Tutorial, der Krieger, der ist einfach nicht mein Ding, ne? Hopp, gibt mal das. Wir können alles verkaufen. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen das Geld. So, dann würde ich sagen... Machen wir jetzt hier noch, ups, gehen wir hier noch raus aus der Hütte und dann werden wir für heute den Part erstmal beenden. Ups. You say it left a glowing scar? Yes, the wound has closed and it seems the worst has passed, but his heart lies silent. Was, mein Herz ist still? If you would face me. Ich bin unschuldig, ich kann nur nichts dafür.
Oh, ist nicht süß. Besiegt ihr Gegner oder erfüllt Aufträge, erhaltet ihr dafür Erfahrungspunkte. Mit jeder Stufe verbessern sich die Attribute. Mit Escape könnt ihr das Pausemenü öffnen. Dort könnt ihr eure Attribute, die Karte oder Auftragsinformationen ansehen. Ist sie nicht süß? Ich komme gleich zu ihr nochmal. So, jetzt. Nakina? You should be a bed. I wish you would not strain yourself so. Ich mach gar nichts. Ich bin nur aufgestanden. I am worried for you, cuz. Oh, das ist süß, dass du dir Sorgen machst. Ja, es gibt ja hier auch die Möglichkeit, so romanzenmäßig. Also, alles, was ich probiert habe, ist schon schief gegangen. Das ist hier in diesem Spiel also mehr so ein bisschen nicht so hilfreich. Und aber ich möchte schon schauen, dass wir hier Kina bekommen. Und ich werde da mal alles dran setzen, dass ich mich nicht so blöd anstelle. Also bis jetzt habe ich nur einmal das hingekriegt, dass ich den Wunschpartner bekommen habe, den ich mir da für ein Game ausgesucht habe. Ansonsten war ich immer zu blöd. Naja, gut. Ich würde sagen, gucken wir noch unser Dörfchen an. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diese lange Reise. Ihr seht, wir haben es mit Chimären zu tun, mit Drachen zu tun. Es werden noch viele, viele andere Monster auftauchen. Ja, lasst euch einfach überraschen. Und glaubt mir, sie werden irgendwie immer größer und ich immer kleiner. Personen mit grünen Symbolen haben Aufträge zu vergeben. Ja, Aufträge gibt es jede Menge. 100.000 Quests gibt es wie immer. Wir werden soweit alles annehmen. Ob wir alles machen, das weiß ich nicht. Ich habe auch bis jetzt noch nie alles gemacht. Ich habe es auch noch nie geschafft. Ich finde auch nicht immer alles, ne? Vielleicht bin ich manchmal doch nicht so gründlich, wie ich dann meine, dass ich es bin. Naja, egal, wie dem auch sei. Jetzt bleibe ich erstmal hier stehen. Ich werde mal sehen, manche vielleicht Laufwege werde ich offline ein bisschen machen. Warten wir mal ab, ne? So ein paar Folgen. Ja, doch, ich bin ganz zufrieden. Aber die blauen Augen hätte ich jetzt schon noch gern gehabt. Verdammt mich nochmal. Na gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Emerald70. Bye, bye.